Hallo da draußen, da werden wir wieder. Zweite Folge. Survive Altes mit Max, der ist gerade ins Auto gesprungen. Wir sind immer noch unterwegs auf Richtung, ja. Frini. Habe ich einen Kompass dabei? Nein. Habe in der letzten Folge Loot gefunden, was mich sehr freut. Und der Sprit meines Fahrzeugs scheint auch noch ein bisschen zu halten. Wer die erste Folge verpasst hat, wer auch immer die erste Folge verpasst hat, das passiert eigentlich sehr selten, ist ein Singleplayer-Mod gerade, eine Singleplayer-Kampagne. Ich vergesse die ganze Zeit, ich sag mal Mod, das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Entschuldigt dafür. Auf der Map Altes, mit Loot-System, Hunger, Durst und so weiter. Das Ganze sieht man hier auf der rechten Seite, gerade mal angemacht. Das Wetter, wie es mir geht, ob ich hungrig bin oder durstig. Ich habe Hunger 94, ich glaube 100 ist voll. Thirst 88, also alles im grünen Bereich. Gibt auch ein schönes kleines Menü, das alles erklärt. Boah, die Karre gibt aber auch richtig Gas hier gerade. Also gar nicht irgendwie. Ich glaube F3 war... Wow, genau. F3 waren die Ohrstöpsel, wie man gerade schon gemerkt hat. Entschuldigt, dass ich euch erschrocken habe. Oh, okay, ein Military Tower. Frini, Population 18. Okay, diese Anzeige ist auch Custom. Das heißt, ich denke mal, dass der mir irgendwas sagen will, dass da entweder 18 Zombies sind oder dass da mal 18 Einwohner waren oder... Auf jeden Fall habe ich Schiss vor dem Military Tower da oben. Weil es heißt, achte auf gegnerische AI. Und das ist ein Military Tower definitiv ein Punkt, wo ich keinen Bock drauf habe. So, das Menü soll wieder zugehen. Toggle, F10, nochmal F10, nochmal F10. Auf Wiedersehen. So, Max. Max wird gleich wieder irgendwo... Genau, steht einfach im Zaun. Perfekt. Max, stay. Stay, boy. Wäre auch cool, wenn er so ein Callout machen würde. Dem Hund gegenüber. Gucken, ob wir hier Loot finden. Nein. Kurz auf der Karte gucken, wie weit ich von Frini weg bin. Ja, noch weit genug, würde ich sagen. Die Military Base hier drüben hat es mir schon angetan. Aber erstmal hier rein und looten. Ihr kennt das Spielchen. So eine Weste, noch ein Rucksack. Ich glaube, den Feldpack, den ich hier finde, der ist größer als den ich gerade habe. Bin mir aber selbst gerade nicht sicher. Eine Pressweste. Eine Presswurstweste. Die kann ich mal mitnehmen, ne? Man weiß es ja nicht. So, klamottentechnisch habe ich hier Jagdkleidung gefunden. Die ist auf jeden Fall nicht so auffällig wie das, was ich gerade trage. Hoffe ich zumindest. Ist wieder so ein Bug, Klamottenbug, dass ich ihn nicht anziehen kann. Ja, danke dafür. Und ein Erste-Hilfe-Kit. Ah ja, da ist er schon, der Erste. Los Caillos. Wow, das sind aber einige. Das hat eine APG auf dem Rücken. Was werden das denn sein? Wie viele Meter? Von hier bis darüber. Ah, 400 Meter. 450. Max, alles gut bei dir? Sollen wir es mal wagen? Ja, ne? Warum nicht? Stelle ich auf 500 und schieße ein bisschen drüber. Ein bisschen drunter muss ich ja bei 500. Probieren wir es aus. Sehr gut. Er ist in Deckung gegangen. Ich habe es verkackt. Der zweite dahinter steht noch rum. Weit drüber wieder. Okay, stehen wir auf 400. Oh, oh, sind es viele. Sind halt schön Alarmbereitschaft gegangen, der Typ da oben. Ob ich den noch krieg. Wohin schieße ich denn auf 100 Meter? Ich bräuchte halt jetzt ein Entfernungsmesser, ne? Das wäre dann schon eine geile Scheiße, ey. So, sind mindestens 4 Leute hier in dieser Base. Die jetzt alle wunderbar in der Alarmbereitschaft sind. Ah, guck mal, der schießt sich sogar in meine Richtung hier.
Ja, ein Satz mit X, das war aber nix. Lass mir in Ruhe, die Jungs. Komm, Max. Ich sehe jetzt schon die ersten Leute in den Kommentaren. Reif der Noob. Ja, ihr habt recht. Hab nach vorhin niemanden. Holy shit. Holy f okay, ach du Scheiße, okay, alles klar. Oh fuck, oh shit, ich wurde schon angehittet. Oh nein, oh Gott, geht es schnell. Raus aus Frini, oh Gott, ich blute wie Sau. Wer ist eigentlich gerade auf mich zugerannt? Fuck, Alter, da war ich ein bisschen stürmisch, ey. Weg hier! Nein, mein Auto! Hört auf zu schießen. Alter, warum sind so krass Militäre in Frini? Hopp, hopp, Alter, what the fuck? What? The fuck. Alter Schwede. Ey Max, was ist da passiert, Mann? Enemy Offroad, Mann. Und dann kamen noch Granaten hinterher. Was haben wir denn hier? 10:21 Uhr safe. Zum Glück gibt es hier Safe Games, ey. Ganz untypisch für Arma, aber ist ein Survival Game und ich möchte nicht die zweite Folge nach 6 Minuten beenden sagen, so, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken, ey. Krasser Scheiß, ey. Okay, wir haben daraus gelernt, Frini weiträumig zu umfahren. Ist ja echt krass, Mann. Da ist ja voll die Action gewesen, ey. Ich meine, aber ist auch voll assi, oder? Die KI, ne? Also es geht hier so um wieder Endzeitstimmung und alles Kacke und die Welt geht unter. Und ich meine, welches Zombie fährt ein fucking Auto? Ja, warum knallt ihr mich ab? Als ob ich euch nicht einfach helfen könnte. Ich bin ein fucking Zivilist, Mann. Ihr sollt doch die Leute retten, denen es doch gut geht. Naja gut, man weiß auch nicht wirklich mehr über die Story gerade. Als überleben und nur nicht abknallen lassen. Was mir gerade sehr gut gelungen ist, wie ihr gemerkt habt. Aber auch krass, dass ich mich vorerst an dem Tower versucht habe, ja. Aber ey, übel, Mann. Übel. Das ist... Also... Nicht leicht, meine Freunde, nicht leicht. So, Loot ist dasselbe wie vorhin. Sehr angenehm. Wirklich sehr angenehm, finde ich gut. Nicht, dass es random ist. Was ich aber erwartet hätte jetzt. Hätte wirklich gedacht, dass das Loot, das ich hier finde, einfach anderes ist. Nö, ist einfach fixed. Cool. Ja, wir fahren davor und bis zur Kreuzung konnte ich hier fahren. Da wurde ich noch nicht beschossen. Glaube ich, mich daran zu erinnern, dass es gerade eben so war. Deswegen biegen wir mal schnell nicht links ab. Oh shit, und schon wieder stehe ich unter Beschuss. Fuck. Und na, Alter, die Werte mich getroffen. Are you kidding? Mann. Das müssen die aus dem Tower sein da oben. Aber krass, Mann, ey, wie die mich fertig machen. Also, ganz ehrlich, da fährst du am Anfang nach Frini und kriegst erstmal voll auf den Sack von den Einheiten, ey. So, mein Fahrzeug ist natürlich mega Schrott jetzt. Ach, leck mich auch am Arsch, ey. Kann ich das irgendwie reparieren? Genau, Max, sprinte mal. So, was haben wir denn menütechnisch nochmal als Option hier? Keybind. Action Button, Toggle Equal Sit Down and Blood Regeneration, genau. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal chillen. Und drück mal F10, um das zu beobachten. F10, da. Bandages habe ich zwei dabei, ich könnte mich verarzten. Was haben wir denn hier? Blood 9604. Oh, es geht runter, das ist aber schlecht. Ich dachte, wenn ich es. Oh, okay. Wie verarzte ich mich? Mechanics. Damage is handled slightly different scenario. Oh Gott, Blood. Is your life in the lower, the more damage you will blah, 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 bleed out. You can bleed to death, you can freeze to death. Sehr gut. Und jetzt zeig mir doch bitte, wie ich mich hier heilen kann. Sit down. Eat cooked meat, drink your canteen, cow rook meat.
Create a fire, lace your sleeping bag. Ich, Alter, wo kann ich denn? Nein, Mann, ich verblute. How the fuck? Haben wir Ace hier? Wir haben kein Ace. Hey, what the fuck? If I install open this menu, survive, info. Oh, jetzt fängt's natürlich. Da ist ja nett, dass hier steht, dass ich verbluten kann, aber steht in der. Ah, so, F2 ist your primary action button and use blah blah different things. F2. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich heal mich. Mache ich ein Lagerfeuer? What? Ich hab. Ah, ich glaube. You have stopped bleeding. Ah, nice. Okay. Und jetzt habe ich ein Menü zur Selbstbehandlung. Weil ich ein Kit gefunden habe, ein Heal-Kit. Was macht das mit mir? Mal gucken. Hat einfach immer gar nichts verändert. Toll, dass ich es benutzt habe. Dann drücken wir nochmal F4. Und gucken mal, ob jetzt unser Blatt wieder hochgeht. Wenn ich hier sitzen bleibe. Was? Wirklich? So schnell? Ich beobachte gerade die Zahl oben rechts, wie sie sich... Wow, alles klar. Funktioniert es auch, wenn ich im Auto sitze? Also die Städte darf ich jetzt großräumig umfahren oder was? Kann ich das Auto mit F2 auch reparieren? Nein, da geht gerade gar nichts. Ich schau gerade, ob im Auto, ja okay, es wird auch ein bisschen regeneriert. Okay, haben wir schon mal richtig gut auf den Sack bekommen hier. So, Fußstreife. Ich glaube, Max ist der Nächste, der drauf geht. Nicht, weil ich es will, sondern einfach nur, weil er so rumrennt wie ein Verrückter. Was kann ich denn noch machen? Hier Max, Stay, Max Sieg. Ich will Max Follow, Sieg, Stay, Max Run, Sprint, Follow, Sieg. Warum ist eigentlich hier... Attack so im Arsch der Welt hier. Max Kill ist ganz unten. Sollen wir NPCs killen hier, Max? Bis jetzt hatte ich Loot eigentlich nur... War gerade was? Loot nur in den großen Gebäuden gefunden. In diesen Lagerhallen. Ansonsten, meine Freunde, sagt mir mal, wie euch so eine Art, in Anführungszeichen, Let's Play, ich mache nichts anderes als zocken, ich mache jetzt ja nicht eine große Show draus oder so, wieder mal gefällt auf meinem Kanal, ganz besonders, weil es Singleplayer ist. Da schlafen ja den meisten Leuten wahrscheinlich die Füße ein da draußen. Aber ich zeige sowas halt auch gerne und ich kann mich damit echt anfreunden. Also ich persönlich habe ja meinen Spaß, wenn ich rumschleiche. Natürlich bin ich manchmal auch einfach ein bisschen wortkarg, weil ich mich eben konzentriere. Um nicht abgeknallt zu werden wie gerade eben, was mir, naja, bravourös gelungen ist, würde ich mal sagen. Ich finde es sogar schade, dass ich hier kein Loot mehr finde. Und jetzt müssen wir das Scope wechseln. Aber hier in der Stadt brauche ich auf jeden Fall keinen Long Range Scope. Super, jetzt sind wir schon am Friedhof und das haben wir gut gemacht. Max? Max Stayboy. Aber nicht mehr auf der Straße. Ah, damn it. Okay, da kommt ein Auto. Max, wo bist du? Alles klar, Max, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Verstecken wir uns hier in der Ruine. Max, Alter, komm mit! Oh, Mac. Follow. Ich will nicht verlieren, Max. Ja. Das war der, der mich vorhin erwischt hat, glaube ich.
Ich habe die Earplugs mal rausgemacht, weil der Regen ist jetzt wieder weg. Dann hören wir jetzt nämlich das nächste Mal ein bisschen früher. Max, komm mal her. Max. So, Junge, komm mal her. Komm, Hund. Da ist der Tower wieder. Und du warst mal schön hier sitzen in der Ecke. Okay, Hund. Chill mal hier. Papi geht mal vor. Ich höre ihn nur noch rumcruisen da hinten, aber ich habe keinen Sichtkontakt mehr. Oh, okay, er kommt. Oh, gut, gut gemacht. Auf den Stein gelegt, Ralf. Super Job, Mann. Okay, er kommt auch nicht. Ach Gott, ey. Alles klar, Max. Jetzt chillen wir mal kurz. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Teil 3. Altes Survival mit Max. Einem halbtoten Ralf und einer KI, die ganze Zeit im Kurf. Im Kurf, genau. Der im Kurf eben. Ne? Wortkreation for the win. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Peace.